Hey Kids, willkommen zurück zu einer neuen Folge Slime Rancher mit mir, euer Onkel Kai. In der letzten Folge sind wir sehr tief hier eingedrungen in diesem neuen Gebiet und heute wollen wir den ein bisschen mehr erkunden und ein oder zwei Slime-Kombos wieder machen. Da geht's in den Abgrund, okay. Was sind das denn, Mangos? Ah, Mangos. Mangos? Bäh. Guck mal, hier sind wir so von den Strahlen dann. Müssen wir auch mitnehmen. Ja, wir wollten eigentlich letzte Folge nur auf Entdeckungsreise gehen für Erze, aber aus den Entdeckungszug für die Erze wurde schlussendlich dann halt ein Roadtrip. Weil wir jetzt sehr tief hier in den Gebiet eingedrungen sind. Wir haben neue Slimes entdeckt mit bestimmten Futter wollen die. Also ganz, ganz komisch, was hier abgeht. Guck mal, da ist ein Eingang. Oh, ob ich das schaffe, ist aber eine andere Frage. Hühnerparadies einfach. Okay, jetzt geht's hier lang. Warte mal. War ich hier nicht schon mal? Doch, hier war ich schon mal. Jetzt gehen wir mal unten lang. Also merke ich das durch den Tunnel da, weil den ich eben gesehen habe. Ich will wissen, was da ist. Wenn wir jetzt... Oh, ich will nicht sterben, ey. Scheiße. Das ist jetzt eine andere Gefahr, die wir haben. Ey, das ist so groß, meine Güte. Oh, wilder Honig. Wo war der Eingang der Höhle da? Wir könnten es mal versuchen. Jawohl. Oh, eine Kapsel. Ha! Ich wusste, jede Ecke hat immer eine Kapsel. Höhlenpfeiler. Okay, sind wieder diese Äpfel da. Aber sonst nix. Da ist sowas. Okay. Hier ist einfach nix. Ja, ich bin überhaupt, dann gehen wir erstmal nach Hause. Scheiße. Wie der sich da gerade erst hin teleportiert hat, dieser Dreckschleim. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Und bringen hier den guten Zeug weg. Genau, was essen denn diese... Wo ist der denn? Da. Okay, die essen alles. Das heißt, rein theoretisch, wenn er wach ist, könnte ich ihn alles in die in sein Gesicht werfen. Oh, guck mal hier.
Sprintstiefelmodul. Das wollte ich gerade sagen. Ob ich das will, ist aber eine andere Frage. Okay, wo bin ich jetzt? Bin ich wieder am selben Ort? Darum die Karte. Bäm. Aber nur den unteren Teil. Da ist ein großer wilder Honig. Warte mal. Bleib mal hier. Nein, mein Honig! Da ist ja irgendwas am Versperren. Okay, gehen wir erstmal wieder da lang. Ich muss eigentlich den Weg da folgen. Okay, die Sachen spawnen auch nicht immer zu 100% immer gleich. Weil hier war beim letzten Mal ein Diamanten. Ah, scheiße. Wir haben ja auch schon mal das damit entdeckt. Genau, einfach hier nur den Pfad folgen. Hier haben wir auch unseren allerersten Wirbelschwanzschleim gefunden. Und wir sehen, mutiert er hier sogar, das ist schön. Dass er sich weiterentwickelt, ist schön, schön. Karte. Warte, da gehen wir gleich. Oh Gott! Da gehen wir gleich schon. Ich hole erstmal die Karten, den Kartenteil. Damit wir den auch schon mal haben. So, was ist das hier? Ist mir schon beim ersten Durchlauf hier aufgefallen. Also wo ich das erste Mal hier in diesem Gebiet war. Dass hier irgendwas ist. Okay. Ah, hier ist eine Kapsel. Strandlaterne. Aber echt nichts anderes.
Einfach so eine kleine abgeschottete Insel. Ah, hier ist noch eine, stimmt. Vielleicht finden wir hier was Großes oder sowas. Guck mal, hier sieht man schon so den... Irgendwas... Hier ist doch bestimmt irgendwo eine Wüste oder sowas. Das kann mir doch keiner erzählen. Auch von der Musik eben hatte ich das so angehört. Okay. Ich finde das generell irgendwie ganz komisch hier. Aber das war's. Wow. Wie cool wäre es, mit dem Boot zu fahren, den wir da haben, ey. Das wäre so richtig cool. Okay, gehen wir erstmal wieder nach Hause. Ach, da. Genau, hier oben. Hier könnte man einen Shortcut freilegen, aber... Oh. Achso. Weiß ich nicht, warum wir das... Nee. Wie habe ich die gar nicht gesehen? What? Freundliche Frage. Genau. Oh, es regnet. Oh, mein Lago. Nee, wer hat mich da gerade geschubst? Warst du das? Also war ich mal ganz kurz nicht zu Hause und hier bricht schon die ganze Welt aus, ey. Meine Güte. Boah, wie viele Hühner. Aha, du stirbst ohne Essen. Genau, hier ist ja auch noch irgendwas bestimmt. Hier konnte ich ja nicht beim letzten Mal lang, weil das zu hoch war, genau. Mal gucken, was ist hier? Hier ist ein Teleporter, aha! Hier ist doch irgendwo noch ein... Oh. Die Frage, die ich mir nur stelle, wie aktivieren wir diesen Teleporter? Müssen wir da vorher was in der anderen Welt noch was aktivieren? Andere Insel, meine ich?
Oh, eine Kapsel. Okay. Ich mag irgendwie diesen Weitsichteffekt gar nicht, den das auf die, hier drauf geklatscht ist. Dass man so von der Ferne nichts erkennen kann. Das mag ich irgendwie nicht. Eine Kapsel. Aha! Du kannst mir nichts verheimlichen, mein Freund. Gewächshausbank. Ah ja. Aber wie aktivieren wir denn jetzt hier diesen Teleport? Weil der ist ja schon offen. Oder muss da wieder irgendein Schleim wieder drauf forzen? Keine Ahnung. Oh, wieder eine Kapsel. Lol, heute auf Kapselerkundung, ey. Kleiner Felsen. Cool. Wofür auch immer ich sowas bauen sollte. Noch eine Kapsel, Alter. Jetzt habe ich es aber. Überkömmliche Statue. Eine überglückliche Statue. Die ist so glücklich. Alter, der ist aber in mir reingesprungen. So wollte sagen, komm, nimm mich mit. Bitte. Ich weiß nicht, wie ich das finde mit den ganzen... Ja, ich mag das irgendwie nicht, dass Sachen so ganz oben sind, dass man viel mit den Jetpack rumfliegen muss. Das musste man alles im ersten Teil gar nicht. Im ersten Teil war das alles so... konzentriert, dass man es ohne Jetpack auch spielen konnte. Oh, wir haben eine neue Nachricht von Moshi. Okay. Hat der gerade genießt? Ah, ist wieder wach. Na, weil die Hunger haben. Deswegen sind die wohl. Man, irgendwie. Ich glaube, mein Kopf wird kleiner, ey, ohne Scheiß. Irgendwie. Rutscht die ganze Zeit mein Headset runter. Oh! Ganze Fülle Esse! Neue Nachricht?
Okay, können wir auch gleich nochmal abhören. Vielleicht ein neues Upgrade oder so, mal schauen. Weil ich glaube, das ist wieder nach Tagen und sowas wieder gerichtet, wie... Nein! Wie im ersten Spiel, dass man... Obwohl, gab es eigentlich... Diesen Club, ja, diesen Club gab es auch. Ob es den auch hier gibt, mal gucken. Bin ich gespannt. Habt ihr Hunger? Ja, hier, komm. Ich bin nicht so einer. Oh, hier ist kein Gemüse. Hier ist Früchte. Nachgekömmliche Früchte. Oh, ich habe hier noch kein Futter. Oh, jetzt auch so leicht neblig, ne? Ja, so viel war im ersten Teil, wo man... bei den normalen Upgrades. Aber jetzt mittlerweile irgendwie... viel weniger essen. Der ist in der Luft eingefroren, wie geil. Die kommen anscheinend immer abends raus, wenn sie dann essen. Das ist interessant. Das heißt, sie können keinen großen Übel machen. Tagsüber. Gehen wir nochmal in die Höhle. Boah, ey, ich weiß nicht, ob wir heute überhaupt eine Schleimkombo hinkriegen. Ich bin so überfordert mit Slime Rancher 2, ne? Es ist so krass. Es ist so krass, wie Slime Rancher 2 sich so entpuppt als übelst anstrengendes Spiel. Es ist eigentlich Slime Rancher 1. Oh, shit. Slime Rancher 1 war da. Es geht. Man hatte Drohnen und sowas und alles, aber. Ich weiß nicht. Oh, wenn ich so eine Höhle sehe, kommt mir direkt der Gedanke mit, wie wie mit der letzten, also wie in Star Wars 1. Wie könnten wir eigentlich eine Dingshöhle machen, wieder so eine Fütterungshöhle. Wow! Wie die Animation aussah, holy shit. Na, ich habe erstmal genug. Ja, die Musik. Oh, Junge. Genau, die kriegen das, dann kriegen die hier dann. Kriegen dann hier die Salatblätter. Und noch ein bisschen hiervon. Hier ist nur Frucht, naja. Hier, die essen Gemüse, komm. So, bitteschön. Können die dann essen, sobald die wieder wach werden. Oh, und die neue Nachricht. Dann wollen wir mal. Von wem? Victor. Bye.
Okay. Ja, komisch, das KI, also KI ist generell so eine komische Sache. Oh, ich spiele wieder mit den Essen, wie im ersten Teil. Das ist schön. Ich mag, wenn meine Sklaven mit ihr Essen spielen. Ich meine, meine Slimes. Dabei sind es eigentlich Sklaven, wenn man ehrlich ist. Wenn man ganz ehrlich ist, das sind Sklaven. Wo ist denn der Donner? Hier bei mir? Dann könnten die wahrscheinlich irgendwo wieder Dings spawnen. Die Musik, Junge! Ey, die ist voll geil! Bum, 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 bum. Oh. Ich tue jetzt mal die. Eigentlich müsste ich jetzt. Ich will mein Upgrade machen für Dings. Was für ein Upgrade wollte ich nochmal? Ups. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Ich hab vergessen. Ich hab's gerade im Kopf gehabt und dann gerade, wo ich geredet habe, war's weg. Wie bei der Mathearbeit, ne? Genau, die Stiefel. Da war ich dieses Knall, okay. Energie könnten wir eigentlich auch machen. In Energie. Ah, dafür brauchen wir diese. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt verstehe ich, wofür diese Chips und sowas brauchen. Die wir finden bei den Kapseln. Damit tun wir unsere Upgrades verbessern. Ah, okay. Da mal alles rein damit. Tak, 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 tak. Ich mag die Details, die es hier im Spiel gibt. Merkt ihr, wie diese Waffe sich auch so dreht? So war die im ersten Teil nicht, die Details und sowas. Okay, ich kann mir einen Wassertank machen. Ah, ich kann einen Teleporter bauen. Gelbe Heimkehr-Teleport. Okay. Machen wir mal. Okay. Ist es jetzt wie beim ersten Teil, dass man zwei Stück davon dann hat? Warte mal. Ah, okay, alles klar. Okay. Alles klar, dann weiß ich auf jeden Fall, was wir damit machen. Alles klar, cool. Haben wir jetzt auch einen Teleporter? Dann gehen wir nochmal in die Höhle und holen uns nochmal die anderen Früchte. Und dann gucke ich mal, ob ich noch schnell noch eine Combo mache. Honig und Fleder. Honig, ja, ich weiß, Honig ist alles klar. Können wir machen. Hol ich mir jetzt einmal Honig. Fleder haben wir ja zum Glück da.
Und vielleicht noch ein paar von denen hier noch holen, von den Felsschleims. Okay, wenn das ist, okay, sag mal. Dann gehen wir jetzt nochmal nach rüber. Wo war das nochmal? Wir müssen hier runter. Genau. Also müssen wir den Eingang in die Höhle nehmen. Können wir unterwegs noch den ganzen Glibberstein und sowas wieder mitnehmen? Aber jetzt läuft's auch mit dem System. Jetzt weiß ich, wo alles ist. Langsam. Ist trotzdem noch ein bisschen durcheinander, aber es geht. So. Was denn hier unten? War ich hier schon mal? Ah ja, hier war ich schon mal. War hier hinten nicht eine Kapsel? Nee, aber Glibberstein. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Stimmt, hier war auch ein Weg. Ah, eine Kapsel. Oh, die Warp-Depots gibt es anscheinend auch wieder. Cool. Okay, ist ein Tornado. War ein Erzrüber. Wo bin ich jetzt? Ah, ich bin jetzt auf der Riftseite. Ich will eigentlich, obwohl kann ich ja. Einfach hier geradeaus und dann gleich nach links. Oder mehr gesagt nach rechts. Ich wollte gerade sagen, wenn hier noch normaler Honig ist. So, drei. War ich da oben schon? Hier brauche ich Phosphor. Habt ihr vielleicht irgendwo einen kleinen Phosphor hier bei euch? Warte, hier ist auch Phosphor bestimmt. Ja, hier. Gemüse und Früchte. Hier. Ess ruhig, komm. Und jemand. Seltsamer Diamant. Tue ich mal auch mal hier hinlegen. Na komm, ess jetzt. Genau. Aber das Spiel hat auch mehr Secrets als im ersten. Also viel mehr, wo man auch rumlaufen muss. Also das ist schon cool. Das ist Angler. Oh Mann, ich bin so durch.
Ist hier irgendwo noch ein Angler? Okay. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht drin, oder? Kein Problem, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause, machen die neue Combo, bringen alles weg und dann war es das auch mit dem Video, würde ich auch sagen. Dann war es das für heute. Hoppele, hoppele. Weg da, weg da, weg da, weg, weg. Oh mein Gott, ich viel Kacke. Wenn das ein teurer Schleim wäre, mit viel Geld, dann würde ich auf jeden Fall alles mitnehmen. Aber ich habe gerade Schleim drin, den ich auf jeden Fall mitnehmen will. Honig. Und Fels brauche ich sowieso noch für meinen Schwanzschleim da. Das klingt alles so falsch. Warte mal, könnte ich? Wie geil! So. Ey, das ist cool! Ich hab das gewollt, oder? Warte mal. Ist das so gewollt? Ja, das ist so gewollt. Oh, wie cool. Okay, jetzt weiß ich. Das ist gewollt. Alles klar, cool. Dann machen wir noch irgendwann noch eine andere Familie dahin. Ich find's so geil. Oh. Slime Rancher 2 ist so cool. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Stück höher als Nummer 1. Aber es ist ja meine Meinung. Eure Meinung gehört da ja nicht dazu. Von meiner Sicht aus erstmal. Hier ist doch wieder eine Drohne oder so. Die macht hier diesen Geräusch. Ja, eine neue Nachricht. Ja, da. Oder? Nee. Da. Oh, das Geräusch ist weg. Buh. Oh, die haben mich ja fast gekillt. Die Säcke. So, Knallschleim brauchen wir für die Raffinerie. Kristall könnten wir auch mal was behalten. Der Honig hat Spaß seines Lebens, sag mal. So. Hören wir uns jetzt nochmal die Nachricht an, bringen als erstes die ganzen Sachen weg. Okay, wir machen noch eine Fütterung, komm. Wir machen noch eine allgemeine Rundführung noch, bevor wir hier Schluss machen. Für heute.
Wir können nichts Neues upgraden, wir brauchen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Geld. Ach, stimmt, wir brauchen Jäger. Müssen wir auch noch mal machen. Genau, Knall habe ich dafür gebraucht. Für die Stiefel. Genau, wir brauchen diesen Jetpack-Antrieb. Kann man eigentlich hier unten auch irgendwas entdecken oder sowas? Nein, ich glaube, das sind einfach so. Egal. Okay, ihr isst dann ein bisschen Salat mit. Und ihr isst ja alles hier, bitteschön. Gehen wir mal kurz einen Grundverkauf machen. Naja, egal. Oh, Tora! Ah, die sehen uns locker. Cool. So, was verspricht ihr, hä? Pokert. Ich find's so cool. So, dann tun wir jetzt mal eben noch den Honig in Fleder verwandeln, weil das war nämlich ein Wunsch von einem in den Kommentaren. Sieht ganz gut aus eigentlich. Ich finde es aber nur sehr komisch, dass die immer rote Augen haben. Das ist das Einzige, was ich sehr komisch daran finde. Von den Flederschleims. Gut, aber das war's mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall Like und Abo da fürs nächste Mal. Beim nächsten Mal gehen wir auf jeden Fall weiter hier oben erkunden, was es hier gibt, weil das hier sieht sehr interessant aus. Aber das erfahren wir beim nächsten Mal von Slime Rancher 2. Ciao!